Der Marderhund. Daten, Fakten, Lexikon. Der Marderhund oder Inuk ist eine Hundeart aus der Gattung Nycteroides und gehört zu den Raubsäugern. Sein lateinischer Name lautet Nycteroides procyonoides. Der Marderhund ist ursprünglich in Europa nicht heimisch und damit ein Vertreter der Neozoon. Das sind Tiere, die aus einer anderen Region in ein neues Gebiet einwandern und dieses erfolgreich besiedeln. Marderhunde kommen aus Asien. Sie stammen aus Japan und China sowie aus dem östlichen Teil Sibiriens und aus Nordvietnam. Weil der Pelz der Tiere sehr begehrt ist, wurden sie im 19. Jahrhundert im Westen Russlands eingeführt, um sie für die Pelztierzucht zu verwenden. Die Marderhunde wurden dort auch ausgesetzt. Sie wanderten immer weiter nach Westen. Durch seine enorme Anpassungsfähigkeit kann er sich die verschiedensten Lebensräume in relativ kurzer Zeit erschließen. Der Mangel an natürlichen Feinden und sein hohes Fortpflanzungspotenzial begünstigte die Besiedlung weiter Teile Nord-, Ost- und Mitteleuropas in wenigen Jahrzehnten. Marderhunde sind sehr scheu. Tagsüber halten sie sich in ihren unterirdischen Höhlen versteckt und schlafen. Erst in der Nacht werden sie aktiv und streifen auf der Suche nach Nahrung durch ihr Revier. Marderhunde halten sich am liebsten in Wäldern mit dichtem Unterholz auf. Sie mögen es, wenn es in ihrem Lebensraum Seen und Schilfgürtel gibt, zur Nahrungssuche ziehen sie durch Felder und Gärten. Zum Schlafen bewohnen sie oft verlassene Dachs- oder Fuchsbauten, sie halten sich dabei immer auf dem Boden auf. Auf Bäume klettern können sie nicht. Sie sind aber gute Schwimmer. Marderhunde sind auch keine richtigen Jäger, sondern sammeln in erster Linie kleine Tiere, Früchte, Nüsse und Aas. Marderhunde gleichen einem kleinen Waschbären. Sie sind aber nicht mit diesen verwandt, sondern gehören zur Familie der Hunde. Wie die Hunde sind sie sogenannte Zehngänger und besitzen 42 Zähne. Seine Kopfrumpflänge beträgt 50 bis 68 cm. Der Schwanz ist 13 bis 25 cm lang, die Beine sind ziemlich kurz, deshalb beträgt die Schulterhöhe der Marderhunde nur 20 bis 30 cm. Sie werden 4 bis 10 kg schwer. Marderhunde haben eine Gesichtszeichnung, die sehr stark der des Waschbären gleicht. Auf der Stirn und über den Augen sind sie weiß gefärbt. Außerdem läuft von der Stirn ein breiter weißer Streifen zur Nase und rund um die Schnauzenspitze. Das Fell auf dem Rücken ist schwarzbraun, an Flanken und Bauch ist es beige bis grau. Am besten kann man Marderhund und Waschbär am Schwanz unterscheiden. Der des Waschbären ist schwarz-weiß geringelt, der des Marderhundes nicht. Marderhunde sind die einzigen Hunde, die eine Winterruhe halten. Dann ziehen sie sich in ihren Bau zurück und zehren von der Fettschicht, die sie sich im Sommer angefressen haben. Wenn Marderhunde einen Partner gefunden haben, bleiben sie ein Leben lang mit ihm zusammen. Die Paarung findet im Januar und Februar statt. 9 Wochen später bringt das Weibchen 5 bis 8 Junge zur Welt. Wenn Marderhunde nicht in einen Bau flüchten oder sich verstecken können, zeigen sie einen Totstellreflex, mit geöffneten Augen bleiben sie starr liegen. Dieses Verhalten könnte eine Schutzwirkung gegenüber den vor allem auf Bewegung reagierenden großen Katzen im ursprünglichen Verbreitungsgebiet sein. Sie gelten auch als ein Überträger des Coronavirus auf den Mensch. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gebt mir einen Like. Wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sage Tschüss bis neulich, euer Michael vom Kanal Außergewöhnliche Tiere.